Herzlich willkommen zum vierten Part von Final Fantasy 13.2. Ja, Noel will uns hier jetzt nach Valhalla führen, obwohl wir eigentlich erfahren haben, dass Sarah ja auch die Gabe von Etro hat und dadurch ja auch eine Seherin ist. Yule hat es ja schon in jungen Jahren immer. Mist, ich kann ja nicht entkommen. Yule ist ja immer in jungen Jahren gestorben. Das bringt die Gabe mit sich. Und ja, Blut. Noel will eigentlich nicht, dass Sarah dasselbe Schicksal erleidet. Aber, ja. Was mich viel, viel mehr eigentlich beschäftigt ist, wir sind hier an einem Ort, der ja, Noels Herzenswünschen entsprungen ist. Und ich meine, das ist der trostloseste Ort, den es eigentlich gibt. Er lebt hier mit Kaios und Yule. Das sind die letzten Menschen, die es hier gibt. Und das ist der Herzenswunsch von Noel, hierher zu kommen. Also, hä? Ich meine, bei Sarah war es so, sie ist mit Lightning und Snow zusammen. Ja, das kann man ja nachvollziehen. Komm schon, wo bist du? Das kann man ja noch nachvollziehen, aber das hier jetzt wollte unbedingt mit Yule wieder vereint sein, aber dann, wieso stellt er sich dann so vor? Er wusste ja, dass das passiert. Dann kann er sich ja anders vorstellen. Dann kann er sich ja irgendwie vorstellen, dass Yule keine Seherin ist und er hier in einem, ja, mit Kaius an einem Ort lebt, wo sie Menschen finden, ja, wo er einfach glücklich ist, was er sich erhofft. Wieso stellt er sich diesen Ort vor? Oh Gott. Mysterium. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wieso. Aber ist ja egal. Oh, irgendwie. Was ist denn los? Widersteht allem, okay. Wieso sind die eigentlich so? Okay, er hat jetzt alle drei von mir gelähmt und ist dann abgehauen. Sehr schön. Okay, tschüss. So geht's auch. Den Kampf hätten wir uns sparen können, guter Freund. You know, Sarah, I gotta thank you for not forgetting about me. You're the reason we've made it this far. Come on, Noel. You're not just the future boy anymore. You're a part of my time. Dank mir, Noel. Ich hab dich hier aus deiner Traumwelt gerissen. Was wäre denn jetzt eigentlich passiert? Jetzt wäre nach Valhalla gerufen worden. Und dann wäre ja alles wieder von vorne losgegangen, oder nicht? Also so hat es ja dann begonnen. Noel kam ja nach Valhalla. Auch hier eigentlich nicht richtig. Ja. Das ist sein Herzenswunsch. Also. Kommt der oder wo ist der jetzt? Doch, ganz da hinten. Hab schon gedacht, ich muss jetzt nochmal zurück und ihn abholen. Das wär's jetzt noch. Er will mich doch eigentlich führen. Er wollte mich doch hier durchführen. Oh, das sind so komische. Ja, so komische Lessie, wo ihren Auftrag nicht erfüllt haben. Hm. Alles sehr merkwürdig. Das Einzige, was wir jetzt wissen, ist, Sarah nähert sich ja ihrem Ende. Also, sie hatte die Gabe von Etro auch. Sie sieht ja auch Dinge. Hat man ja aber an manchen Stellen des Spiels hat man es ja gesehen. Sie hat ja auch diese Kraft zu sehen. Oh, schöne Sache. Und hallo. Und deswegen, ja, nähert sie sich oder ist ja ihr Tod eigentlich unausweichlich. Allerdings hat uns Julia schon offenbart, wo wir da in der Sphäre des Jenseits waren, dass sie uns irgendwie im Dunkeln von Valhalla sieht. Hm, was das alles zu bedeuten hat, wir werden sehen. Ich glaube, es kann nicht mehr lange dauern, bis wir jetzt endlich zum letzten Gastgegner kommen. Wahrscheinlich war das jetzt alles voll für die Katz. Ich hätte eigentlich wo ganz anders einsteigen können. Es ist dann schon wieder das Sphäre. Wie heißt sie? Future, Noel fights to protect. She believed that someday they would see each other once more. Das Pharaohs Sohne, ich weiß nicht.
We will meet again. Das ist nämlich doch ein glücklichen Platz. Das hat sich doch jetzt gerade schöner angesehen, schöner ausgesehen. I promise, I'll never say I regret knowing you, not anymore. I'm not going to rest until I find him again. That's right. Come on, let's change the future. The Oracle Drive. Hey. He's back! I think he got scared and was hiding here all the time. The spirit of Mog had been sealed up somewhere inside the void beyond. Although he could see everything we did, he couldn't make us see him. Wir haben ihn gesehen. He said Lightning came to rescue him, and that's how he got back to us. Then, Mog told us he had a message from my sister. It was the truth about Caius. We need to talk, Kubo. Yeah, we'll talk. Mog, tell us what you know. Kubo! I know all about Caius, Kubo. The Farseer Guardians were given a mission. They had to protect the Cirrus. They were Lassie, Kubo. Guardians were servants of the Falsee. Can that really be true? Does that mean Caius is a Lassie? Not anymore, Kubo. He was saved by the goddess. Etro freed him, and he's not a Lassie anymore, Kubo. That's exactly what happened to me and Lightning. We were Lassie, and the goddess intervened to free us. Kubo? But Caius became immortal, too. He's lived for centuries and centuries at the side of the Cirrus. He protects her always, the undying guardian, Kubo. He's heard every prophecy that the Cirrus has seen. He knows the entire timeline. Those memories and his immortality give him tremendous power. Someone like him could easily move through history and bend and mold events as he wants. Kubo! So, he's been plotting for centuries. Yes. He's been behind everything from the very beginning. Now we know who the enemy is. It's up to us to stop him. Where did my sister go? After she helped you, I mean. Also, ich hab's noch nicht so ganz umrissen, wer unser Feind denn eigentlich ist. Klar, logisch, wir kämpfen gegen Caius, aber was es jetzt so richtig mit ihm auf sich hat. Naja. Er war ein Lassie und wurde von der Göttin gerettet. Okay. This is how dreams end. No. This is just the beginning. I've traveled the world of dreams, and at last I know the truth. It doesn't matter how tough the going gets now. I know I can face any challenge. I found it, Lightning. Hope. In the midst of despair. Ich hab Hope gefunden. Haha. Oh, ja. Slät. Wir nähern uns dem letzten Gegner, so wie es aussieht. Wahrscheinlich hätte man uns das Ganze hier jetzt sparen können, aber ach, sei es drum, dann machen wir halt ein paar Parts mehr. Ist ja egal, die Geschichte ist ja so komplex, dass man schon ein bisschen mehr noch erfahren sollte. Is this my village? Kubo? It looks a lot like my era. Ja. In der Tat. I wonder if anyone is here. Let's look. Kann eigentlich nicht sein, wenn seine Zeit ist, wie will dann jemand hier sein? Kann eigentlich nicht sein. Hui, ich kann schweben. Und ich kann irgendwie ich kann schon wieder nur so im Gänseschritt hier. Gänsemarsch vorwärts laufen. Hui, huch, es war aber auch kein regulärer Sprung. Und auf geht's, ne? Folge uns. Hoffentlich kommt jetzt kein Kampf. Hier leuchtet's. Da gehen wir hin. Und automatisch speichern.
Juhu, mit der coolen Rüstung. Oder dem coolen Outfit, ich weiß es nicht. Lightning, what are you doing here? This is a future that I could not save. Is that really you, Lightning? Do you doubt me? No, it's good to doubt. You're growing up. I knew it. It is you, isn't it? I've been looking everywhere for you. Where have you been? What was that dream you made me see? Why did you make me come out here? Just listen, Sarah. I'll explain everything. Everything that's happened to me in the past, and about the one who wants to destroy the future. More than one miracle took place that day. Oh yeah. Cocoon was saved by Fang and Vanille's sacrifice. We awoke from our crystal sleep, and our brands were gone. Das Ende von 13. It was Atro's blessing that was our salvation. A gate opened into the unseen realm, and through it, the goddess gifted us with her mercy. Know what that is, Dodge? That's our home, Cocoon. Must be your first time seeing it from the outside, huh? Yeah. Daddy! You're reminding me of you, and why I had to go on. I felt a whirlwind of emotions. You're the reason I'm standing here. A large part of it was happiness, and relief was there too. But somewhere inside, I still felt uneasy. Vanille and Fang were gone, and the world hung in silence. Our fight had just ended, but I couldn't relax. A new battle was about to begin. What is that? Watch out! The events of that day tore open a portal to another world. Get off me! And from the depths of the darkness that had no place in our world, an irresistible force that dragged me away to the edge of time. The screams of the dying had unlocked a gate. A door that led directly to the throne of the goddess. Etra waited beyond the gate and sent her miracles to the human world. But a creeping darkness slipped through and threatened to devour our reality. Oh God. Etra closed the gate and warped the timeline. Der schlimmste Kampf ever. Time's flow was altered. And existence itself was distorted. Orphanus. I was lost. Oh. The darkness caught me in its embrace and wrote Jule? Me out of history. Oder Jule? Jule ist ja egal. Jule eingedeutscht. War dort in Kapitel 13 die Wiege des Orphanus-Wortes. Von ja von vom ersten Teil. Vom 13er. Interessant. Kleines Detail. Where am I? Valhalla. Beyond time. Beyond life and death. Another world of shifting gloom. The chaotic realm of the goddess Etro. What power had brought me to this alien shore? From Valhalla's heart, I could track the entire span of time. I gazed upon the future of mankind and sensed Etro's divine will. Es ist auch sehr schön. The goddess was fading away. Sie wird in ihre Kleidung hineingeboren. If her spirit should cease to be, the world would descend into entropy. I made my choice. I will fight. Mensch, es wäre viel einfacher, wenn man Klamotten so wechseln könnte. This man, Caius Ballard, he seeks to destroy all hope
and bring an end to the future. Though the battle might be endless, I will never give up. Yeah. Etro has chosen us, her champions, and we cannot fail. It all started with Valhalla, is that right? Whatever came from there created the paradoxes, caused the gates to appear, and twisted the timeline. Lightning, what did you see? I don't know. It was an enormous power, something that shouldn't exist in this world. Only Etro can control the power and keep it contained in Valhalla. Uh-huh. If she were to disappear, there would be nothing to stop it. And that's what Caius wants. He plans to find Etro sleeping in her temple, kill her, and release the power. The chaos would be unleashed into the world of humans, into our world, through the unseen gate. A gate? When a person dies, her soul flies to the other world and passes through that portal. If a great many people die at once, the gate must open wide to let them through. For example, if Cocoon should fall. Exactly. It would be unstoppable. The power of chaos would gush through the gate like floodwater through a broken dam. What would happen to the world then? Chaos would infect everything. It would become pure entropy, without life, or death, or time. No life or death. You mean like Valhalla? That's what Caius is after! If he can bring down Cocoon, millions of people would die, and the power of chaos would turn this world into another Valhalla. Yes. Caius is trying to create a world where time does not exist. If he can erase time... Yule would be saved. And not just Yule. All the Seeresses down through the ages. They'd be released from their curse. He wants to sacrifice Cocoon to rebuild the world in Valhalla's image, all for the sake of Yule. That's why you were fighting Caius in Valhalla. You're protecting Etro. We have to face Caius on two fronts, in Valhalla and in the world of humans. If we don't, we won't be able to change the future. I can't do it on my own. I need your help. Lightning then told us what would happen to Cocoon. In 500 AF, the old Cocoon would collapse and fall into pulse, the crystal pillar no longer strong enough to support it. By that time, Hope and the Academy would have completed the new Cocoon, but... when they attempted to launch it, Caius would intervene. He would smash it into the old Cocoon and bring them both down. So we have to travel to 500 AF and stop Caius from destroying Cocoon. If we can change this prophecy, then the true timeline will finally be restored. Yes. Everything will depend on you. I have to go to Valhalla and stop Caius there. Can you do it? We can do it. Oh, God. Right. Your good luck charm will show the way. Kubo! Leave it to me, Kubo! Das ist der Masterplan jetzt. Be able to be together again, right? When all this is over? One thing at a time, Sarah. Sehr, sehr verwirrend alles. Gerade hieß es noch, der hatte hunderte von Jahren Zeit, das zu planen. Da kam nichts Besseres bei raus. Ja. Das hätte er auch innerhalb von 20 Minuten rausfinden können und machen. But I had to be strong. For her sake. She had her own battles ahead of her. So I swallowed the words I wanted to say and hid my fear. It was the hardest thing I ever did. Ja, aber eigentlich stimmt's ja. Eigentlich bringt's ihm gar nichts. Auch wenn er das jetzt... Ach, egal. Es ist mühselig, darüber nachzudenken. Weil, wie gesagt, ich bin ja sowieso nicht mehr so ganz vertraut mit allem.
Wenn ich jetzt spekulieren würde. Irgendwas ist da jetzt gerade erschienen. Ja, wahrscheinlich komme ich hier gar nicht durch, oder? No good. It won't open. Ja. We need to find the right artifact for this gate. So, dann müssen wir das Ding jetzt finden, wo er da erschienen ist. Cooper ist ja wieder. Ach, ist er nicht in dem Morg. Der Morg ist ja wieder da. Das heißt, wir können ja jetzt wieder Gegenstände suchen und finden. Irgendwo hier ist es doch erschienen. Oh Mann. Ah. Nein, 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 stopp. Bleib da. Sehr schön, dass er es von sich aus findet. Uah, ich sehe nichts mehr. Ein Archen. Weg. Let's go keep Hulk's cocoon in one piece. If we pull it off, then Lightning can return fully to a restored world. Jetzt lässt sich's aber hoffentlich öffnen. Ich hoffe, ich brauche nicht nochmal eins oder muss nochmal was suchen. Ja. Lass uns durch die Zeit reisen. Das hätten wir uns also alles sparen können. Man hätte auch bei im Jahr 500 einfach einsteigen können. Naja, egal. Dann hätten wir jetzt die ganze komplexe Story verpasst. I guess this is it, huh? We've been given a second chance by the goddess herself. You're going to save the cocoon that Hope built. Yep. And save the future too. Koopa! Koopa, Koopa! Hey, Caius. You told us you wanted to save Yule by destroying the world. That if you could take away our future, Yule wouldn't have to see any more prophecies and she wouldn't have to die. You really are a fool. Yule never wanted the world destroyed. She never gave in to despair. In the end, when she died, she was smiling. She saw a future of hope. Caius Ballad, I am going to fight you and show you the truth. I'm going to show you the future that Yule really wanted. Hm. Ja, juhu, auf geht's. Ja, wir hätten auch einfach hier einsteigen können. Okay. The time foretold in the prophecies is here at last. It is 500 AF and the crystal pillar that supports Cocoon is starting to crumble. The people of Academia have been evacuated to the new Cocoon. Now all that remains is to launch the Ark into the sky. It is the moment of reckoning. Destruction and rebirth hang in the balance. Two futures, two possibilities, and a battle to determine the fate of the world. Ja, das schauen wir uns dann aber auch im nächsten Part erst an. Ich würde sagen, für den Part lassen wir es jetzt mal sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag Ade. Tschüss.